Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu euch zu einer weiteren Folge von My Interview with Bugs of Hope mit dem Rayman in der Phantom Show DLC. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von My Interview with Rayman in der Phantom Show und das DLC. Ich liebe es einfach irgendwie hier die Folge zu starten, ne? Wenn man schon die Möglichkeit hat, ne? Ja, heute wollen wir uns diesmal wirklich auf das Festland-Set begeben. Letztes Mal bin ich ja fälschlicherweise ins Mittelalter-Set gegangen. Aber es war ja nicht weiter schlimm, weil das haben wir in einem Rutsch abgeschlossen. Und haben so gesehen nur noch anderthalb Sets vor uns, wenn ich so bedenke, dass wir beim Nebenstudio so um die Hälfte abgeschlossen haben und beim Piraten-Set jetzt nur noch ein Teil fehlt. Deswegen sage ich mal so anderthalb. Ich sehe mich da draufschlagen. Willkommen bei Ich spiel mir das Lied von Peter mit den Pompelhänden. Eine Geschichte voller Romantik, Rätsel, Rache, Verlust, Wiedergeburt und Zeus. Fäkalhumor. Man muss sich dem Publikum anpassen. Perfekt! Mir wird ständig gesagt, mein Bart sei voll letztes Jahrhundert. Eins noch, unser Wild-West-Set wurde von Agenten der Finsterzeit überrannt und Action. Ach so, diese Banditen aus Holz, die wir verwenden, die müsst ihr verprügeln. Unser Publikum liebt prügeln. Und natürlich endet jede Folge in einer spektakulären Schlacht mit Eisenfaust hinter dem Rabbit-Verdrescher. Falls ihr vor Schmerz aufschreien müsst, dann schaut bitte in die Kamera und Action. Seht ihr das? Was hat der denn für Kartisch mit Fetisch? Okay, da sehe ich was Interessantes. Ich muss nur auf die draufhauen, ne? Okay, der ist ein bisschen schwer, weil er eine Deckung zur Verfügung hat. Ich muss die nicht gleichzeitig treffen, gut. Eine Münze. Wo ist der Teil, der schwer wird? Also jetzt muss ich darüber. Ich sehe auf jeden Fall schon wieder so eine Schlüsselherausforderung. Haben wir erstmal hier oben das. Den haben wir. Da ist der Rabbit-Verdrescher. Okay. Ändern die Schießeisen. Du elendes, hinterhältiges, nutzloses, reinliegendes Stinktier. Gut improvisiert, Rabbit Mario. Der epische Kampf. Text? Ja, ich würde sagen, einfach draufhauen gleich, ne? Erstmal hier oben sammeln. Sorry für den kleinen Zwischencut. Jemand war kurz in den Raum gekommen. Ach, hier waren noch Münzen. Okay, dann machen wir als nächstes die Schlüsselherausforderung, die hoffentlich nicht hinter ihm endet. Kann ich von der Seite eh nicht. Gut, auf der Seite muss ich aber trotzdem Sachen tun. Dann komme ich auch da oben dran. Da
Das Set ist aber auch relativ winzig. Ich habe schon gedacht, das wäre ein bisschen größer. Komm her, Sydney. Diese Bravados. Das sind die Bravados. Sie wurden wegen ihrer Authentizität gecastet, denn sie werden euch mit windstoßbasierten Angriffen attackieren. Im Skript steht, dass ihr alle drei besiegen müsst. Ziemlich vorhersehbar, aber was will man machen? Aber seid gewarnt, die Bravados kosten gerne jede ihrer 10 so lange wie möglich aus. Sie werden zum Gegenangriff ansetzen, so oft sie nur können. Okay, wir haben hier einen Mexican Standoff vor uns. Sollten aber eigentlich relativ gut gewappnet sein, oder nicht? Ja, haben auch einen Doppelgänger, der eventuell die Schüsse kriegen kann. Also diese Sichtschüsse, die haben ja, meine ich, auch sowas. Ne, die haben einen Gegenschlag. 777 haben die alle. Innerhalb von 4 Runden, das sollte eigentlich gut möglich sein. Ich gehe am besten mal hier über die linke Seite. So, jetzt macht's bumm. Und so trifft es auch alle. Er kann ruhig einen Angriff kassieren. Der ist nicht weiter wichtig, der Typ. Ja, es ist auf jeden Fall schön, wenn die näher kommen. Autschen. Ah, die teilen sich auf. Okay, warum ist er jetzt hoch und runter geklettert? Muss ich das verstehen? Der hat einen Schutzschild. Das Problem wird eher sein, alle rechtzeitig auszuschalten. Oder zumindest rechtzeitig. Ich hätte zumindest die Pömpelgeschütze schon mal hinstellen sollen. So, machen wir hier mal eine Drakokalypse. Vielleicht mache ich ja sogar dem da unten gut Schaden. Ja, das trifft ja echt gut. Okay, 4 Treffer. Das ist schon tatsächlich sehr gut. Wenn ich Glück habe, kann ich mit dem Doppelgänger den sogar töten. Ja, ich habe Glück. Okay, einen sind wir schon mal los. So, mit Raymond gehe ich schon mal hier rüber. Dann kann ich mit der Wirbelkanone allein schon hier ein bisschen was machen. So, mit ein bisschen Glück kriege ich ihn jetzt auch direkt kaputt. Das wäre zumindest schön. Alter, hüpft der mittlerweile oft. Das hört ja fast gar nicht auf. Ha, da war was im Weg. So, und den kann ich jetzt auch ausschalten. Dann fehlt ja nur noch einer. Tatsächlich leichter als gedacht. Hol ich mir die nächste Runde. Ja genau, greift den Doppelgänger an. Ich hätte ihm die Runde eh keinen Schaden drücken können, dem da hinten. Aber ist auf jeden Fall gut, dass wir den einen schon mal so richtig stark beschädigt haben. Dass wir 2 tot haben.
meine ich. Also jetzt müssen wir nur noch einen Down kriegen. Das sollte eigentlich relativ leicht werden. Die Mission ist wesentlich einfacher, als ich dachte. Da war das Mitleiderset sogar noch mal schwerer. Und selbst das war ja eigentlich relativ leicht. Dann rase ich mal mit der Rakete da durch. So, weg mit euch. Ja, ich habe ihn richtig gut geschadet. Dreimal runtergeschlagen und sogar noch mal in Brand gesteckt. Oh, der ist schon tot. Das war ja richtig einfach. Kommt da noch was? Oder war es das schon? Ich fand, das war mega einfach. Nee, das war's schon. Das war ja richtig einfach. Guck mal, haben schon das dritte Teil überstiegen. Singt Kopf an Kopf mit dem galaktischen Orchesterkanal. Ich würde so gerne ihre Gesichter sehen. Ich will nochmal erwähnen, das war bisher das einfachste Set. Die ersten Quoten gehen jetzt schon durch die Decke. Selbst die demografische Gruppe der professionellen Fischweitwurf-Wettkampforganisationen hat eingeschaltet. Wir sind wieder die Nummer 1 in der Galaxie. Danke, danke euch allen. Ich bin berühmt. Ich bin berühmter. Warum habe ich das Gefühl, dass die Sache noch nicht vorbei ist? Ich warte am Fahrstuhl im Requisitenlager auf euch. Kommt rüber, wenn ihr bereit für die Drehabschlussparty seid. Die Sendechefs können es kaum erwarten, euch ihre Anerkennung zu zeigen. Und ich auch nicht. Ja, aber das will ich als letztes machen. Ich will erstmal noch die anderen Sachen. Ist das nicht toll? Warum kann nicht jedes Abenteuer mit einer Party enden, statt mit etwas furchtbar Gefährlichem? Ist das nicht... Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich gerade ein Level abbekommen? Nee, aber ich bin knapp davor. Okay, wir haben hier aber noch was vor uns. Wo führt die Röhre zum Beispiel hin? Ach, hier an den Anfang. Okay, wie komme ich da hoch denn? Also zu der Münzenherausforderung da. Doch irgendwie hinkommen. So, jedenfalls nicht. Da muss irgendwo ein versteckter Weg sein. Ach, guck mal, da ist Raymonds bester Freund. Als Requisite. Wie cool. Okay. Ich muss 12 Banditen besiegen. Und 16, um den Rekord zu brechen. Da ist ja auch kein weiter Weg. Meine Damen und Herren, heißt unseren neuesten Kandidaten bei Weltraum Opa TV herzlich willkommen. Ich glaube kaum, dass wir wollen, dass uns bei einem solchen Wettkampf alle zusehen. Die Lackaffen hier haben mein Konzept etwas umgeschrieben. Nach ein paar kleinen Änderungen heißt meine Show jetzt Nachschlaggefällig. Für in die Freundschaftsreich. Von 20 Münzen dürft ihr an unseren Live-Übertragungen Schlag-Challenge teilnehmen. Und sagt ihr, na klar oder nee, danke? Ja, klar. 16 muss ich schlagen. Dufte, nehmt den Parcours erstmal genau unter die Lupe. Die Ziele bewegen sich. Also schlagt im richtigen Augenblick zu. Noch etwas. Geht zu weit vom Parcours weg und ihr seid automatisch disqualifiziert. Kein Geld zurück.
Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für Nachschlag gefällig. Alle, die von zu Hause aus mitspielen, bitte schlagt rücksichtsvoll zu. Ja, nicht, dass ihr durch den Fernseher deppert. Sind die nächsten? Also gewonnen haben wir ja schon. Wo sind die nächsten Banditen? Ich sehe keine weiteren. Bin ich blind? Ach, dann rechts spawnt der nächste. Okay, merke ich mir. Super, Sachensprungsquende, aber ist natürlich weit entfernt von unserem Allzeitrekord. Das ist eine Menge Sasser für eine Silbersimp-Medaille. Aber lasst euch nicht gleich die Kloschüsse vergeuden, jetzt wo ihr berühmt seid. Vielleicht ein paar rohe Eier stimmt den einen oder anderen Traktorreifen, dann reißt ihr nächstes Mal ja vielleicht sogar für Gold. Ich habe ein paar Mal daneben gehauen. Komm, direkt nochmal und wir schlagen seinen Rekord. Vielleicht gehen dann ja auch neue Wege auf. Ja, schaffe ich eventuell den einen noch? Ja, ich habe 24. Wow, beim Zusehen war ich doch glatt noch gespannter als ein Flitzebogen. Diese Leistung hat Gold verdient. Party meinst du wohl? Habt ihr den Allzeitrekord der Show geknackt? Sagen wir unentschieden, aber ihr könnt es jederzeit wieder versuchen. Hallo, ich habe den sowas von geknackt. Was muss ich tun, um da hinten dran zu kommen? Ja, da ist eine versteckte Leiter. Bevor ich den platt mache, erstmal das hier. In welche Richtung geht's? Nach rechts. Okay, hab die 8. Das war relativ easy. Eine weitere Planetenmünze. Dann hauen wir jetzt mal das Quietschchen mal kaputt. War hier auch noch was versteckt? Nee. Hier waren aber noch ein paar Münzen versteckt. Königlicher Schmerz. Oh, nee. Okay. Die Zeit ist ja eigentlich komplett egal. Ich muss es nur schaffen, dass innerhalb von 6 Runden keiner drauf geht. Weil die Zeit beträgt 7 und ich muss 6 Runden überleben. Die Zeit, die macht echt keinen Sinn. Ich muss aber erstmal hier was anpassen. Und natürlich stelle ich den Schwierigkeitsgrad runter, weil Überleben. So Leute, ihr könnt mich langweilig nennen, aber ich habe die runtergestellt. Ich hasse Überleben wie die Pest. Ich habe sonst den Schwierigkeitsgrad die ganze Zeit auf hoch. Nur bei Überleben schalte ich den definitiv runter. Von den Sparks jetzt habe ich auch nur Sachen mitgenommen, wovon ich die von mir fernhalten kann. Und ich versuche auch so weit wie möglich von denen weg zu sein. Also ich versuche gar nicht in den Kampf zu ziehen. Oh, ich habe mich jetzt hier einfach mal hinten verschanzt und Pöppelgeschütze aufgestellt. Ich habe kein Interesse an dem Kampf, wenn es um Überleben geht, nur. Ja genau, geht so weit weg von mir wie möglich. Ich will eh nicht solchen.
Es wäre natürlich irgendwo schlau, die Bravados auszuschalten. So, ich versuche mit der Rakete jetzt dem Bravado hier vorne einfach nur wegzukicken. Aber der erstens schön stark angeschwächt ist und zweitens weit weg steht. Dann verziehe ich mich so weit nach hinten wie möglich. Ich habe da vorne jetzt auch die ganzen Türmchen hingestellt, ne? Es ist perfekt, dass der Bravado das auch abbekommt. Das sind die einzig gefährlichen hier gerade. Da oben. So, jetzt mache ich was Lustiges. Werdet mal konfus. Den anderen versuche ich einfach so zu töten. Hat auch gut funktioniert. So, geh mal zu dem Bravado nach da unten. Ist sogar tot. Weg mit dir. Ich habe gerade jetzt schon 3 Runden damit eigentlich ganz gut überstanden mit meiner Taktik. Jetzt muss ich hier oben weg. So, haut mal so weit ab von mir wie irgend möglich. Dann mache ich sogar jetzt noch so. So, dann sind die schön weit weg von mir. Rayman habe ich einmal einen neuen Bewegungsradius gegönnt. Und das nutze ich, um hier hinten schon mal frei zu machen. So, ich schmeiß die Pömpelgeschütze hier dann schon mal hin. So, dass die sinnvoll stehen. Und mache ihn hier jetzt fertig. Der wird schon sterben, sobald er versucht, sich zu bewegen. Gewonnen. Meine Taktik ist echt gut aufgegangen. Es war wesentlich einfacher als gedacht. Und viele haben wir damit dann jetzt auch nicht mehr vor uns. Wir haben halt auf dem Kraken-Set bzw. Piraten-Set noch eine Aufgabe. Und danach können wir auch ruhig wieder ins Nebenstudio zurück und dort die Kämpfe angehen. Borstellas Planetenherausforderung natürlich als allerletztes. Weil das mit Abstand das schwerste ist. Aber ich muss wirklich sagen, wir kommen hier an der Stelle echt gut voran. Ich habe eine Planetenmünze erhalten und ein Fertigkeitenprisma. Nee, den Operetenblaster. So, auf der anderen Seite ist doch bestimmt auch nochmal so eine versteckte Leiter. Oder zumindest irgendwas Verstecktes, da ich da drankomme. Irgendwie muss ich an diese Info rankommen. Den gucke ich hier jetzt nochmal. Hier ist ein versteckter Weg.
Wusste ich doch. Irgendwie muss man ja an den rankommen. Na, guck mal. Ein weiteres Set vollständig abgeschlossen. Damit haben wir jetzt wirklich nur noch das Nebenstudio vor uns. Ich kann ja hier durch die Räume einmal gehen. Also beim Nebenstudio hier einmal den Boxring. Borstellas Planetenherausforderung. Die Stufe 6 und Stufe 7 sind. Die sollte ich mittlerweile also schaffen können. Und beim Piratenset Faustfreunde. Das sollte ich eigentlich auch mittlerweile schaffen können. Weil wir sind ja mittlerweile Stufe 9 und die ist für Stufe 8 vorgesehen. Ich habe aber noch zwei Sachen zu vergeben, ne? Beziehungsweise drei sogar. Ich überlege gerade nur. Ich glaube, ich mache mal das normale Pömpelgeschütz mal besser. Den Blaster, den nutze ich sowieso selten. Ich nutze, wenn, eher die Geschütze. Ich nehme auch mal den Gleitbooster raus und verstärke hier die Geschütze nochmal. Dass ich alle Booster auf den Geschützen habe. Ich nehme den Heilungsradius plus Zug weg. Dann nehme ich hier... Ja, dann mache ich die Vergeltung. Damit der Gegenschlag wesentlich effektiver ist, wenn der mal durchkommt. Das Ding ist halt, die schieben den immer weg. Dadurch nutzt mir das kaum was. Komm, ich muss ja auch mal die Skins nutzen, die ich hier bekomme. Ach, und damit ihr auch mal seht, wie weit wir jetzt von den Prozenten her sind. Fortschritt. 76%. Wenn ich die Waffenskins kaufe, kommt da noch mal ein bisschen was an Prozenten drauf. Also, wie gesagt, wir sind schon sehr, sehr weit. Ich denke mal, maximal zwei Folgen. Vielleicht packe ich auch alles in eine Folge nächstes Mal noch. Aber ich denke mal wirklich maximal zwei Folgen noch. Dann sind wir mit dem DLC durch. Fühlt sich auf jeden Fall kürzer bisher an als das Spark Hunter DSC, aber dafür wesentlich cooler. Also ich finde es geil, wie das alles hier aufgebaut ist. Vor allem Dingen mit Rayman ist ja nochmal ein neuer Charakter dazugekommen mit sehr speziellen Fähigkeiten. Das finde ich auch nochmal cool, aber ich werde da mal wirklich drauf eingehen, wenn ich mit dem DSC rum bin, welches DSC ich am besten fand, wieso und weshalb. Das mache ich dann alles am Ende von dem DLC hier. Wenn es euch gefallen hat, jedenfalls, Leute, ne? Dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann. Rayman gibt euch auch nochmal ein Abschieds-Solo. Ciao.